coelophysis is a perfect representation of the early theropods. An opportunistic carnivore, a nimble and tireless threat, with a jaw full of sharp, serrated teeth. Und das war ein weiterer Spezies Field Guide hier in Jurassic World Evolution 2, nämlich von dem Coelophysis. Ich hoffe, ich habe den einigermaßen richtig ausgesprochen, aber das können wir gleich auch nochmal überprüfen. Denn hier steht das immer, wie man die ausspricht. Coelophysis ist natürlich die englische Aussprache, aber ich habe keine Ahnung, wie man den auf Deutsch ausspricht. Also ich gehe davon aus, dass der relativ ähnlich ausgesprochen wird. Ich finde die Skins sehr nice von dem. Wir haben ja schon mal so ein Bild gesehen mit so einem grünen Skin. Hier hat man dann auch noch so einen schönen rot-bräunlichen Skin, auch mit so einem gelben Streifen. Und hier dieser schwarze, den finde ich auch besonders cool. Der hier ist so ein bisschen mehr Wüstenfarben. Aber was ich noch interessanter finde, ist tatsächlich diese ganze Hintergrundgeschichte. Weil man sieht das erste Mal diese Wüstenlandschaften in Bewegtbild. Das sieht schon mega cool aus. Die Bepflanzung sieht cool aus. Das Gras sieht cool aus. Guckt euch das mal an, wie nice das aussieht. Es ist einfach ein ganz anderes Spiel. Also diese ganze Landschaft hier im Hintergrund ist so cool. Aber auch der Coelophysis sieht cool aus. Hier sieht man das auch nochmal. Einfach so eine richtig offene Wüste. Auch kein Zaun im Hintergrund, viele Kakteen. Also ich gehe davon aus, dass wir super viele Deko-Möglichkeiten haben werden. Allein schon, hier sind ja zwei verschiedene Kakteensorten, hier sind auch noch Pflanzen. Vorhin haben wir auch schon Pflanzen gesehen, das ist echt krass. Das ist so cool mit dieser Wüstengegend. Ich gucke halt mehr auf den Hintergrund als auf den Coelophysis. Der sieht aber auch sehr nice aus. Ist halt so eine Mischung aus Troodon und Compi, meiner Meinung nach. Aber das war's auch schon. Also wieder sehr, sehr kurz. Aber man hat echt viel gesehen. Nur mal kurz zum Anfang. Wir gucken uns das jetzt einmal noch kurz an. Es ist so nice. Hier, diese Bäume sehen auch echt cool aus. Die Felsen wurden auch der Wüste angepasst. Hier sind auch so vertrocknete Büsche. Hier sind auch Palmen im Hintergrund. Aber wie viele verschiedene Bäume das auf jeden Fall sind. Hier ist eine Baumart, da ist eine Baumart. Ah, das wird richtig cool. Was ich tatsächlich noch ein bisschen mehr hoffe, ist, dass das Ganze mit der Bepflanzung nicht so biomgebunden dann sein wird. Das heißt, wenn wir die Wüstenmap spielen, dass wir nur Wüstenpflanzen platzieren können. Ich hoffe, dass wir dann trotzdem die Möglichkeit haben, alle Pflanzen dort zu platzieren. Weil irgendwie kann ich mir das vorstellen, dass es so sein wird, dass man auf der Wüstenmap halt nur die Wüstenpflanzen hat und auf der Schneemap dann nur diese ganzen Tannen und was es da nicht alles gibt. Aber wirklich ein ganz, ganz toller Spezies Field Guide. Der hat uns viel über Jurassic World Evolution 2 gezeigt. Ich hoffe, euch hat er auch gefallen. Das Originalvideo ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da vorbei, lasst ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.